Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Wer kennt ihn nicht? Johann Nepomuk Meyer. Er ist Filmemacher und Visionär. In seinen zahlreichen erfolgreichen Filmen und Büchern wie Jenseits des Greifbaren, Engel, Geister und Dämonen sowie Illusion Tod lässt er seine intensiven Recherchen in grenzwissenschaftlichen Bereichen lebendig werden und macht sie einem breiten Publikum zugänglich. Jeder, der meinen Podcast hört, ist sicherlich auch schon über Nepomuks Arbeit im Internet gestoßen. Und ich habe mich bei meinen Recherchen gefragt, wer ist denn eigentlich der Mensch? Was bewegt Nepomuk? Warum hat er so einen unsagbaren Hunger und so ein Interesse an grenzwissenschaftlichen Themen? Ich freue mich, dass er meine Einladung zum Gespräch angenommen hat. Ja, lieber Nepomuk, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein Gespräch. Ja, lieber Oliver, immer doch gerne. Ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr offen über Themen spricht, die es in der normalen Wirklichkeit, in der Realität unseres Weltbildes eigentlich nicht gibt. Und dennoch wichtig ist für die Zukunft. Ja, ich habe natürlich einiges von dir gesehen an Filmen und an Talkshows und an Interviews. Du bist ja einer der wirklich führenden Persönlichkeiten, nicht nur im Internet, aber hauptsächlich, denke ich, ne, was die grenzwissenschaftlichen Themen angeht. Und irgendwie kommt man da auch gar nicht an dir vorbei, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Und was mich vor ein paar Tagen, bevor ich dich kontaktiert habe, was mir da so im Kopf rumgeschwirrt ist: Wer ist denn das eigentlich, der Nepomuk? Was hat der für einen Hintergrund? Kann man dem vielleicht mal ein paar Fragen stellen? Weil das ist ja doch ein sehr außergewöhnliches Thema und ich weiß, du kommst beruflich eigentlich auch aus einer ganz, ganz anderen Richtung. Ne? Ich würde mich freuen, wenn du so ein bisschen über deine Jugend und dann auch deinen Beruf erzählen kannst. Wie bist du hier gelandet? Ja, gerne. Also ich bin im klassischen Niederbayern aufgewachsen, zwischen München und Passau an der österreichischen Grenze, in Ehring am Inn. Da wohne ich jetzt nicht mehr, ein paar Kilometer entfernt davon, in Eckenfelden ist jetzt mein Wohnsitz. Hatte eine, ja, wie soll ich sagen, unbeschwerte Jugend, aber auch beschwert, denn ich bin in einem kleinen Bauernhof aufgewachsen mit, keine Ahnung, 7 Kühe, 3 Kälber und 5 Katzen, ein Hund und alles, was dazugehört. Mit sehr viel Arbeit, sage ich mal, von der Früh 6 Uhr bis abends 20 Uhr, um diesen Hof zu bewirtschaften. Mein Vater war Akkordpflasterer, der war die ganze Woche auf Tour unterwegs. Und meine Mutter mit mir und meinem kleinen Bruder und den Großeltern haben versucht, diese Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, hier zu betreiben und fortzuführen. Was natürlich sehr, sehr anstrengend war, denn in dieser Zeit, Nachkriegszeit, in den 60er Jahren, dieses kleine Dörfchen, wo ich aufgewachsen bin, Kühlstein, hatte eben, ja, sage ich mal, 5 Bauernhöfe und dann war es schon. Und das war auch die Zeit, wo sich die Natur schon zum ersten Mal gezeigt hat, dass sie sich wendet. Wir haben mit 3, 4, 5 Jahren hier noch Schmetterlinge gefangen in den Wiesen und plötzlich waren die irgendwie alle verschwunden. Plötzlich begann man hier mit Dünger, plötzlich wurde die Ernte mehr und so weiter. Das habe ich aber als Kind noch gar nicht so richtig verstanden. Ist ja das Problem, was wir jetzt zurzeit haben, dass wir hier eben überdüngen und diese Natur extrem ausbeuten. Ja, und so bin ich also in die Berührung gekommen mit dieser Natur, aber auch mit den Gesprächen meines Großvaters, der im Ersten und Zweiten Weltkrieg ja miterlebt hatte, selber 7 Kinder hatte. Und davon 2 Söhne, die im Zweiten Weltkrieg mit 15 und 16 Jahren noch in den letzten Kriegstagen gefallen sind. Die haben über den Krieg erzählt, er war Gebirgsjäger vom Ersten Weltkrieg und die haben auch erzählt, er war nämlich sehr wissbegierig und auch sehr, ja, sagen wir mal, intelligent. Und wir haben damals schon über paranormale Dinge gesprochen, über Tischlein, Rücken, wenn man so sagt, oder sonstige Spuk- und Geistergeschichten. Das hat mich schon sehr stark angetörnt. Nach diesem Heranwachsen eine Lehre in einer Druckerei, danach ein Studium als Betriebswirtschaft und auch Geschäftsführer einer größeren Werbeagentur und dann Selbstständigkeit in diesem Bereich Marketing, Kommunikation, Unternehmensberatung mit Schwerpunkt im Marketing und Kommunikation.
immer schon sehr kreativ unterwegs, war früher als Kind schon sehr künstlerisch tätig, habe viel gemalt, auch Skulpturen gemacht, oft ausgestellt, war in diesem Bereich hier schon sehr bekannt, hatte auch sehr große Artikel schon in den Tageszeitungen über meine Arbeit. Was ich aber nicht wollte, ich wollte dann die Kunst nicht direkt fortführen, ich wollte die Kunst dann eben, sage ich mal, zielgerichtet einsetzen, darum eben das Thema mit dem Marketing. Und es hat mir auch sehr Spaß gemacht und war aber immer schon sehr, sehr wissbegierig. Auch ich, wenn andere Karl-May-Bücher gelesen haben, dann habe ich, sage ich mal, populärwissenschaftliche Bücher gelesen, ob das jetzt Astrophysik war, Psychologie war, Physik war oder alle diese transhumanistischen Bewegungen. Ich fuhr auf Kongresse zur Gehirnforschung und so weiter und so fort und hatte bis zum 50. Lebensjahr eigentlich ein komplett materialistisches Weltbild, dachte, die Zeit der Aufklärung hat uns natürlich nicht nur die Atombomben gebracht, sondern auch die Smartphone und die ganzen Technologien, die wir heute nutzen, vom Satelliten bis, keine Ahnung, bis zum Laser. Und dachte, alle diese Raumphänomene, die man ja mitbekommen hat, ob das jetzt UFOs sind, ob das Spuk oder Geister sind etc., das sind halt noch alle irgendwie Aberglaube aus den früheren Jahrhunderten, wo man halt noch über Donnergötter gesprochen hat und so weiter. Und dachte, die Wissenschaft wird diese Dinge dann in naher Zukunft auch gut erklären können und man beschäftigt sich nicht weiter damit. Hast du da irgendwo ein Schlüsselerlebnis gegeben, was so bei dir dann den Schalter umgelegt hat? Und eine Sache, die ich auch noch fragen will, bist du religiös aufgewachsen? Bayern ist ja eigentlich doch sehr katholisch, ne, generell. Und wenn man auf dem Land aufwächst, ist da sicherlich auch so, so ein bisschen die Glocke über dem Dorf gewesen, sage ich mal. Ne? Ja, selbstverständlich. Also man musste sonntags in die Kirche gehen. Und der Pfarrer hatte die Sagen im Dorf. Ist ganz klar, typisch katholische Landleben. Was macht man mit? Da denkt man gar nicht drüber nach, dass das nicht ginge oder dass man was anderes machen würde, weil das machen ja alle. Aber das Schlüsselerlebnis war tatsächlich dann 2014. Und zwar, als die Schwiegermutter verstorben ist, es war dann Donnerstag, und dann ging es los. Wir hatten dann eine sogenannte direkte Stimme im Haus. Das heißt, die Schwiegermutter hat gelacht, obwohl sie gar nicht mehr gelebt hat. Und zwar, wir haben Wochen gebraucht, um das festzustellen, wann das ist, sondern und zwar genau jeden Samstag um 11 Uhr vormittags. Und natürlich haben wir gesagt, wow, wo kommt das her, was ist das, das gibt es ja gar nicht, hier lacht jemand, obwohl niemand im Raum ist und so weiter. Und jeder hat gesagt, ihr habt hier eine an der Klatsche, sowas gibt es ja nicht, da müsst ihr ja irgendwo was versteckt haben und so weiter. Aber ich sage, nein, kommen, hinsetzen, zuhören, Samstag. Ich habe es aufgezeichnet und habe das auch in meinen Vorträgen mit drin. Und das war natürlich ein Schlüsselerlebnis, weil es ja über Monate hinweg ging. Es sind ja den ganzen Juni, den ganzen Juli, den ganzen August, den ganzen September und dann teilweise heute noch. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, meine andere Arbeit war sowieso schon immer für mich so interessant. Ich habe sowieso schon gedacht, ich würde gerne was anderes machen. Und dann kam das praktisch wie die Faust aufs Auge genau richtig zu diesem Zeitpunkt. Ich so, okay, ich will jetzt den Leuten nicht mehr irgendwie Konsum verkaufen, sondern dieses Thema interessiert mich. Ich habe scheinbar irgendwas in dieser Wissenschaft nicht richtig verstanden. Und das hat mich dann auf die Reise geführt, rund um die Welt mit allen diesen Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Fachgebieten zu sprechen, auch im grenzwissenschaftlichen Bereich. Und das hat dazu geführt, dass kein Stein mehr auf den anderen geblieben ist und jetzt das Weltbild um 180 Grad gedreht wurde. Ja, und das hat natürlich auch Konsequenzen, ne? Innerlich sowie auch äußerlich. Dein Beruf hat sich komplett gewandelt, aber wie ist dieser persönliche Wandel vonstatt gegangen? Ist das mit einem inneren Kampf verbunden gewesen oder konntest du dich da ganz natürlich irgendwie darauf einpendeln? Ja, das war ein Prozess, wie alles im Leben ein Prozess ist. Zuerst denkt man, es gibt eine Erklärung für sowas. Also eine Stimme aus nichts ist ja physikalisch nicht möglich, ist ja kein Resonanzkörper da. Dann fragt man den Dr. Walter von Lukadu, der über 40 Jahre in der Stelle von parapsychologischen Beratungsstelle Freiburg im Breisgau eben diese Sachen untersucht. Und er sagt, das ist ja noch ganz harmlos. Wir haben da noch viel mehr Dinge. Und sage ich, was heißt das, noch viel mehr Dinge? Ja, Gegenstände, die levitieren oder schwere Spukfälle. Da sage ich, was schwere Spukfälle, was ist denn das? Dann sagt er, wir haben im Schnitt, er macht es seit 40 Jahren, sagt, da haben wir alle 3 Monate im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich ist es weltweit auch nicht anders, einen sogenannten schweren Spukfall. Dann sage ich, bitte erklär mir mal, was ist denn ein schwerer Spukfall?
Dann sagt er ganz einfach, du sitzt im Wohnzimmer, bist jetzt gerade dabei, weil ein neues Fußballspiel kommt, Bayern München zum Beispiel gegen Dortmund, das möchtest du ansehen. Dann gehst du in die Küche, holst dir noch ein Getränk aus dem Kühlschrank und gehst wieder zurück ins Wohnzimmer. Und in dieser Zwischenzeit ist das komplette Wohnzimmer zerstört, Fenster und Türen rausgerissen und liegen bis zum Gartenzahnende. Das ist ein schwerer Spukfall. Und das haben wir alle ja, 3 Monate und das seit 40 Jahren. Dann sage ich, das gibt's ja gar nicht. Man liest ja nichts in der Zeitung. Was läuft denn ab? Sagt er, ja. Sie können natürlich das nicht öffentlich machen, weil die Leute werden natürlich denunziert. Die können ja den Nachbarn nicht erklären, dass sie das nicht selber waren. Ja, spannend. Wobei ja die meisten der Phänomene sich dann doch irgendwie rationalisieren lassen. Ne? Nein, eben nicht. Nicht? Diese Fälle sind tatsächlich dokumentiert. Die sind so. Ich spreche hier nur von den wirklichen Fällen und nicht von denen, die sich eingebildet haben, sondern es wird tatsächlich alle 3 Monate gibt es diesen schweren Spukfall und die anderen Fälle sind 3000 Mal im Jahr. Aber auch nur deswegen 3000, weil halt das Team von diesem Dr. Walter von Lukatu nicht größer ist und nicht mehr Fälle bearbeitet werden können. Das heißt, es gibt eine offizielle Umfrage, auch von seinem Institut. Das heißt, 2/3 der deutschen Bevölkerung hatten bereits ein paranormales Phänomen. Das heißt, fast jeder. Nur es wird öffentlich nicht darüber gesprochen, weil es natürlich nicht in unser materialistisches Weltbild passt. Ich hätte, wenn mir damals das jemand erzählt hätte, vor 10 Jahren, hätte ich auch gesagt, also was soll denn dieser Blödsinn? Ja, ich erinnere mich, als Teenager habe ich auch mal so ein Erlebnis gehabt und ich bin nicht allein gewesen, als das passierte. Da flog ein Gegenstand tatsächlich quer durchs Zimmer, in dem wir uns befanden und draußen waren sogar Kratzspuren an der Tür, weil die völlig unerklärlich waren, weil wir keine Tiere hatten und so später, 20 Jahre später, habe ich gedacht, naja, also irgendwie musst du da wohl einen schlechten Tag gehabt haben. Man verdrängt es dann auch irgendwann wieder. Aber nochmal 10 Jahre später habe ich mich dann auch angefangen, damit zu beschäftigen. Und dann wurde mir einiges klar. Dann habe ich gedacht, okay, da ist tatsächlich irgendwas am Werk gewesen. Und also der erste Türspalt, der sich dann geöffnet hat. Genau, so war das bei mir auch. Also das war dann Step by Step. Zuerst die Parapsychologen, dann die transpersonalen Psychologie, also wie zum Beispiel den Stanislav Grof oder den Rolf Ulrich Kramer mit seinem Mindwalking und so ging es dann zur Physik, dann Hans-Peter Dürr, der ehemalige Leiter vom Max-Planck-Institut, der dann tatsächlich mir endlich einmal erklärt hat, dass die Wissenschaft eigentlich seit 100 Jahren weiß, dass Materie gar nicht existiert, dass die Basis unseres Seins überhaupt mit Materie basiert ist, dass diese kleinen Kügelchen, diese Atome und dieses ganze Elektron und die Sachen, die wir hier so benennen, eigentlich gar nicht existieren, sondern es gibt nur etwas, er hat es genannt, wir könnten sagen, etwas Geistiges oder Software, die Basis des Seins bildet. Er sagt, und da gibt es auch keine Ursache-Wirkungsprinzip, sondern es gibt nur noch mehr Wirkung. Da habe ich gesagt, wow, das verstehe ich nicht. Also da sprengst du ja völlig den Kopf. Weil, sage ich, und das seit 100 Jahren, wieso lernen wir dann in der Schule noch das Niels-Bohr-Atommodell, wenn wir doch wissen, dass die Materie nicht existiert? Sagt er, ja, weil das wäre für die Menschen, er sagt, einfach, das versteht einfach keiner, weil wir denken, wir können es ja anfassen, es ist ja hier fest. Und dann, und die Auflösung ist ja das, was Tom Campbell macht und noch ein paar andere, die sagen, ja, wir leben eigentlich in einer virtuellen Realität. Und das ist natürlich für die meisten Menschen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ja, es ist, glaube ich, auch ganz schwierig. Also selbst ich habe mich nach vielen Jahren außerkörperlicher Erfahrungen, habe ich mit der Arbeit von Tom Campbell auch so meine Schwierigkeiten gehabt. Ne? Denn sich darauf einzulassen, bedeutet tatsächlich so, wow, man muss alles andere gehen lassen, was man bis dahin geglaubt hat, ne, oder auch vielleicht als Welt- oder Realitätsanschauung mit sich getragen hat. Aber im Laufe der Jahre bin ich auch immer mehr zu der Einsicht gekommen, der Mann hat wahrscheinlich mit seiner Theorie eine bahnbrechende Sache hier aufgemacht, ne, die, an der wir nicht mehr vorbeigehen können. Ne? Ja, wie gesagt, es sind mittlerweile schon mehr. Jim Eldridge und noch ein paar Physiker gehen auch davon aus, dass diese physische Realität, auch die Quantenphysik sagt, okay, es gibt überhaupt keine physische Realität, denn außerhalb von uns ist eigentlich nichts, was, sage ich jetzt mal, was materiell ist, sondern es gibt nur eine Wirkung. Und es ist das Spannende dabei, dass wir gerade ich bin also der festen Überzeugung, dass wir gerade in den nächsten Paradigmenwechsel durchmachen. Das heißt, von einem Weltbild, das materiebasiert ist, zu diesem Weltbild, das eben Bewusstsein die Basis ist. Wir sind ja bisher, oder die meisten Menschen gehen davon aus, wenn man sie fragt, was denn dein Bewusstsein, dann würden sie sagen, hier im Kopf. Und das, wenn ich tot bin, dann ist das Bewusstsein verschwunden. Und alle meine Erinnerungen und so weiter. Und man muss jetzt feststellen, dass diese ganzen Forschungsarbeiten der letzten 150 Jahre, also die psychologischen, pathologischen und physikalischen Anomalien, die immer wieder genauso gemessen werden, die eigentlich nur, sage ich mal,
versucht dann weggedrückt zu werden aus der, von dem aktuellen Weltbild, aber natürlich das irgendwann nicht mehr möglich ist, zeigen ganz genau, dass das Bewusstsein das Fundamentale ist und wir eben ist in dieser virtuellen Realität, in dieser, die sich auch evolutionär weiterentwickelt, leben und dieser Körper eine Art Avatar ist wie in einem Spiel, der dieses Spiel generiert, mit einem Datenstrom, dem ihm zur Verfügung steht. Das ist schon sehr spannend. Ja, ist hochspannend, aber wie gesagt, es ist natürlich, wir haben so ein stabiles Gerüst hier, was auf Glaubenssätzen aufgebaut sind, die über hunderte, wenn nicht tausende Jahre zurückgehen. Und insbesondere auch die großen Weltreligionen sind ja sehr darauf bedacht, dieses Gerüst stabil zu halten und bloß nicht ins Wackeln zu bringen. Von wobei die alten, die Indischen und die Veden und so weiter, da gab es ein anderes Weltbild. Das, ja. Und die haben natürlich, jetzt schwenken die alle um uns unser westliches Weltbild, weil man da gut Handel treiben kann und die Dinge tatsächlich begreifen kann. Und wenn ich hier, und dieses neue Weltbild, dieses holistische, da wo ich sehe, dass eigentlich nichts voneinander getrennt ist und alles eigentlich eben gehört, dann ist es schwierig zu handeln. Da kann ich nichts mehr dir verkaufen, weil wenn es sowieso auch dir schon gehört. Genau. Jetzt muss ich dich mal fragen, ich meine, es ist eine Sache, wenn man sich mit solchen Themen persönlich auseinandersetzt und sich dafür interessiert. Und es ist aber eine andere Sache, mit sowas an die Öffentlichkeit zu gehen. Und du bist da von einer Motivation getrieben, die beneidenswert ist, kann ich nur sagen. Du bist offensichtlich ein sehr großer Schaffensgeist, sehr kreativ und dein Publikum ist nicht nur groß, es ist auch sehr interessiert und interaktiv, wie ich das beobachte. Was hat dich dazu bewegt, das so nach außen zu tragen? Na klar, der erste Film, der hieß Jenseits des greifbaren Engel, Geister und Dämonen, also da hatte ich die 1,5 Jahre Forschungsreisen, hätte ich mal gesagt, oder Recherchearbeit hinter mir und das habe ich dann in einer Dokumentation und einem Buch zusammengefasst und habe das veröffentlicht. Und das Witzige war dabei, dass wir mal gedacht haben, ja, ich brenne jetzt einmal 300 DVDs, das wird mit Sicherheit reichen für alle Tage des Lebens, weil wer sollte das schon kaufen, wer wird sich denn dafür interessieren, weil das, was ich gefunden habe, ist ja sowas von außerhalb unserem Weltbild. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht, habe das auf Amazon, diese DVDs verkauft und dann war das schwupp weg und dann bin ich am nächsten Tag wieder gefahren und wieder 300 brennen lassen und wieder und dann mal auch, was ist denn hier los? Was läuft denn hier für einen Film ab? Und da waren offensichtlich die Menschen an diesen Phänomenen, an diesen Dingen interessiert, weil viele davon selber erlebt haben, ob das jetzt eine Nahtoderfahrung ist, außerkörperliche Erfahrung oder ein Nachtodkontakt, alle diese Dinge passieren ja tagtäglich und jetzt hat es jemand mit meiner Wenigkeit gegeben, der diese Dinge zusammenfasst und die Leute sagen, schau her, das ist mir passiert und haben das dann auch gekauft und das war auch die Möglichkeit dann auch, dass Verlage aufmerksam wurden und gesagt, okay, wir wollen gerne noch einen Film von dir, das war dann der Spiegel-Bestseller Illusion Tod, ewiges Bewusstsein aus wissenschaftlicher Sicht, dann machte ich mich wieder auf die Reise und den Dr. Amit Goswami, einer der größten Quantenphysiker unserer Zeit, dann Pim van Lommel, eben Alexander, Raymond Moody, alle diese Wissenschaftler aufgesucht und mit ihnen gesprochen, ein Interview geführt und die alle sagen, okay, das neue Weltbild ist halt nicht mehr materiebasiert und wir überleben diesen Tod und wir kommen auch hier in dieses Leben nicht zufällig, sondern mit einer bestimmten Aufgabenliste. Und alles das, was wir eigentlich gelernt haben, auch diese Evolution, wie wir das gedacht haben, also es bleibt kein Stein auf dem anderen, wir haben ein komplett neues Weltbild. Was aber auch ganz gut ist, dass wir das kriegen, weil wir sehen jetzt gerade in unserem Außen, auch wenn diese virtuelle Realität ist, ist ja doch so, dass wir hier nicht in Harmonie mit dieser leben und eigentlich zu Gast sind, um zu sehen, wie funktioniert denn diese vollkommene Zivilisation. Ich nenne nämlich die Natur eine vollkommene Zivilisation, wo wir als Gast inkarnieren können und um dieses vollkommene System von innen anzusehen. So, und jetzt kommen wir als Gast und zerstören das Ganze. Ne? Du lädst mich ein zu dir und ich zerstöre dein Zimmer, dann bist du nicht glücklich darüber. Und du wolltest ja mir nur zeigen, was alles möglich ist. Und das ist jetzt das neue Umdenken, das kommen wird in den nächsten Generationen. Ja, du hast jetzt auch natürlich jeden Interview, der zu diesen Themen etwas zu sagen hat. Jetzt frage ich mich, oder was ich ganz spannend fände, ich beobachte natürlich auch, ich bin seit 20 Jahren auch in diesem Umfeld tätig, wie differenzierst du, was ist authentisch und was ist nicht authentisch? Mir fällt das auch heute manchmal noch schwer, muss ich sagen, denn es gibt viele, gerade in der Esoterik, in diesem Bereich, die vielleicht da versuchen, auf den Wagen mit aufzuspringen und irgendetwas zu verkaufen. Wie gehst du da vor? Wie,
wie entscheidest du, wer ist für mich hier gut und wer ist nicht gut für meine Plattform? Okay, also erstens ist diese Plattform, wenn man meinen YouTube-Kanal nimmt, das Nepomuk.tv, eigentlich ein Nebenprodukt, der in der Covid-Zeit entstanden ist, um die Leute ein bisschen über diese Themen zu informieren und auch mit Medien oder medial Beauftragten oder mit Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, zu sprechen. Aber eigentlich meine Recherchearbeiten beruhen eigentlich immer nur, spreche mit Wissenschaftlern. Ob das ein Physiker ist, der sagt, ich untersuche Seancen, ob das jemand Arzt ist, der sagt, ich habe hier Nahtodstudien durchgeführt oder völlig egal, aus welchem Bereich. Ich nehme diese Wissenschaftler, die Dinge, sage ich mal, gemacht haben, wie zum Beispiel bei euch üben in der Arizona-Universität den Dr. Gary Schwarz, der gerade am Soulphone-Technologie arbeitet, oder den Neurochirurgen eben Alexander, der sagt, schau her, ich habe hier auch bin vom Saulus zum Paulus geworden, denn ich weiß jetzt, dass das mit dem Tod hier nicht endet und das Bewusstsein die Basis ist. Ich spreche also praktisch mit diesen Wissenschaftlern und ihren Arbeiten, was sie gefunden haben, die ja teilweise 40, 50, 60 Jahre schon forschen. Dies ist meine Basis. Die Gespräche mit Medien, die sagen, ich kann jenseits kommunizieren oder ich kann das und das, das ist eigentlich nur eine Bereicherung zu sehen, okay, ich weiß, dass es diese Medien gibt, da gibt es jetzt mittlerweile auch einen Forscher, das ist der Professor Dr. Oliver Lazar, der gerade eine Studie mit 500 Sitzungen an, weiß nicht, wie viele Medien das er genommen hat, um zu beweisen, dass Jenseitskontakte tatsächlich real sind. Und dann nehme ich natürlich auch seine Medien, wo er sagt, dieses Medium ist tatsächlich, die kann was. Und mit dem spricht man dann. Natürlich kann da der eine oder andere schon mal unterkommen, der eine Geschichte erzählt, wo ich sage, na gut, kann ich jetzt nicht verifizieren, aber zumindest mal die Bandbreite dieser Phänomene aufzeigen, die ist ja offensichtlich, wenn ich dann die Zuschriften bekomme, sehe, dass es, sage ich mal, in den besten Familien vorkommt. Ja, naja, klar. Gibt es so in deiner also der ganzen Erfahrungspalette, die du mitbringst, was ist so die spannendste Begegnung für dich gewesen bisher? Zwei. Also eigentlich sind es mehr, aber bleiben wir mal bei dem zweiten. Oder beim ersten, es war eine Dame, die hat eine Nahtoderfahrung, das ist die Doreen Daffy-Deit, die in der Nähe von Leipzig zu Hause hatte eine Operation am Hals und seit der Zeit kann sie aber auch nicht mehr sprechen, hatte in dieser Operation ein Nahtoderlebnis. Traf ihre verstorbene Großmutter, die gesagt hat, was machst du hier, du musst wieder zurück, du hast noch eine Aufgabe. Und das ist wie bei vielen Nahtoderfahrenen oder fast allen, die bekommen dann eine Gabe mit, wenn sie zurückkommen und sie konnte Verstorbene zeichnen. Spirits zeichnen. Das ist aber nicht ausgewöhnlich, da gibt es mehr Medien, die das können, aber was sie kann, und da gibt es nicht so viele, sie setzt sich wie ich hier eine Lesebrille auf, filmt sich dann selber mit ihrem Smartphone ab und dann sagst du, ja gut, da spiegelt sich die Doreen natürlich in der Brille. Aber wenn du das mitfilmst, dann ist das eben nicht so. Es ist schon eine Spiegelung von der Doreen, aber die wechseln dann durch und dann siehst du die Verstorbenen. Und da bekam ich ein Bild von einer Dame, die mir gesagt hat, kennst du die Doreen? Die hat hier einen Fall und dieser Fall war Christian, da war sie ein junger Mann hier, der mit 13 an Krebs gestorben ist, in dieser Brille gespiegelt hat. Und dann habe ich mit die Mutter interviewt, die dann auf die Doreen aufmerksam wurde, sagt, wie kommst du zu dem Bild von meinem Sohn? Er sagt, nee, das ist eine Brillenspiegelung, und bekam dann auch nur medial die ganzen Durchsagen, wann er gestorben ist, wie er gestorben ist, und dass er auch eine modulierte braune Katze aus Pappe zu Hause in seinem Zimmer hat und genau das so war es. Also da sieht man schon, da ist man dann sehr beeindruckt, was alles möglich ist und welche Phänomene, ich sage jetzt mal, möglich sind, um dass die Verstorbenen hier noch Informationen durchgeben. Und das Zweite, der Kontakt ist noch nicht so lange, seit 1,5, 2 Jahren, habe ich einen, er nennt sich selber Coach, ich würde sagen, also Prophet, den Gianni Balducci kennengelernt aus der Schweiz, der war früher Chefkoch und sehr erfolgreich unterwegs. Viel um während der Arbeit und hatte sie festgestellt, dass er irgendwelchen Gendefekt in den Rücken hat und die Ärzte sagen, ja, wir können zwar jetzt noch kurz operieren, aber du wirst kurz oder lang im Rollstuhl sitzen. Der konnte das aber nicht akzeptieren, machte sich auf den Weg nach Brasilien und so weiter zu einem Geistheiler, wurde dann tatsächlich geheilt, kam dann wieder in die Schweiz, wo auch im Geistheiler arbeitet und in dieser Sitzung hat er selber seine Öffnung erfahren, und hat gesehen, warum er eigentlich hier inkarniert ist. Der kommt aus dieser fünften Ebene und sagt seinen Kollegen, okay, Gianni, gilt das noch, was wir ausgemacht haben vor der Inkarnation? Ja, und dann geht's los. Und bei dem ist es unglaublich, was da passiert. Der verlässt seinen Körper, dann kommen die ganzen Wesenheiten nicht nur aus diesem Universum, sondern aus den anderen auch rein und wirken hier bei uns.
Und sowas hast du dann nicht gesehen. Und dann kommen natürlich, der macht Workshops, der spricht dann von 9 bis um 14 Uhr Nachmittag ohne Unterbrechung und ist 4 Tage hintereinander Sachen, Dinge, die man so noch nie in seinem Leben gehört hat, wo auch kein Mensch nicht weiß. Also das ist der Hammer. Da mache ich gerade einen Film auch drüber. Da sieht man, ja, dass sie in einer besonderen Zeit leben. Klingt sehr, sehr spannend. Hast du selber auch deine eigentlichen Fähigkeiten, ich sag mal, übersinnliche Fähigkeiten entdeckt oder entdecken können für dich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das habe ich früher nicht gemacht oder nicht gekonnt, aber heute? Ja, es war mir nicht bewusst. Also ich habe mehrere Sachen verdrängt. Ich hatte mal ein Lichtwesen bei mir im Schlafzimmer stehen, da war ich 18. Das hatte ich aber verdrängt wieder, weil ich konnte mit dem Thema nichts anfangen. Dann habe ich gespürt, dass ich bestimmte, ja, Gefühlszustände bekomme und dann weiß ich, aha, jetzt kommen Informationen. Und wenn wir vielleicht den Film dann verlinken, The Point of No Return, der ist so entstanden vor 2 Wochen, da kam hier der Text rein, also hat's geheißen, du machst jetzt eine Dokumentation über unsere Zivilisation und die Zukunft. Dann kam der Text, den ich hier auf 3 Stunden getippt habe, dann bekommst du den Sprecher und dann habe ich es geschnitten und so war er fertig. Also zwischenrein einfach schnell mal so durchgaben. Das weiß ich jetzt, welchen Zustand, wo diese Anzeichen sind, ich spüre es. Also dieses Hellfühlen und dann das Hellwissen, wo bestimmte Informationen kommen. Und das kann man auch natürlich weiter lernen und ausbauen, weil wenn man natürlich das übt, ist es wie bei jedem Talent, dann wird es besser. Ja, wenn wir schon das Thema angeschnitten haben, Point of No Return, dann ist es das neueste Projekt. Ja, wie soll ich sagen, das Projekt unterscheidet sich eigentlich von allen anderen, ja, Dokumentationen und Talksendungen komplett, weil hier eine, wie soll ich sagen, eine Zäsur ist. Eine Zäsur, wo stehen wir denn hier mit unserer momentanen Zivilisation? Wie sind wir da hingekommen? Welches Denken, welches Handeln hat uns dahin geführt, wo wir gerade stehen? Was wird jetzt als nächste Jahrzehnte passieren? Und dann gibt es einen Perspektivenwechsel in der zweiten Hälfte des Films, wo man zeigt, was dann passieren wird. Und da kommt zum Beispiel auch der Professor Christopher Bache, der in der Nähe von New York lebt, der 73 LSD-Sitzungen gemacht hat und gesehen hat, wo die Menschheit hingeht. Da kommt die Studie rein, die es der Helen Wambach gemacht hat mit Leo Spirkel in den 80er Jahren an 3.500 Studenten, was sie in der Zukunft gesehen haben, von 2100 bis 2200. Da kommen die aktuellen Remote-Viewing-Projekte rein, die in den 80er, 90er Jahren in den USA gemacht wurden, diese gleichen Ergebnisse, die sagen alle das Gleiche. Und das ist natürlich für mich dann ein Anlass gewesen, sage, aha, völlig egal mit welcher Technik, die machen alle das gleiche Ergebnis und das ist spannend. Und das habe ich gesagt, okay, es gibt genügend Filme, die vielleicht die Apokalypse aufzeigen, aber nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Also das war die Botschaft, das zu machen, dass die Leute dann sehen, ja, die wissen ja, na, der Film ist auch hart anzusehen, weil man möchte in der Hälfte ausschalten und sagt, ich halte es nicht mehr aus, aber dranbleiben, die zweite Hälfte wird dann umso besser und hebt den ersten Teil mit Sicherheit wieder auf. Da wird nämlich das ganze Wissen, was ich zusammengetragen habe, was ich jetzt weiß, ist in diesem Film auch und darüber hinaus mit eingepackt. Ja, für unsere Hörer, ich werde den Film auf meinem YouTube-Kanal verlinken bzw. bereitstellen, auch für euch. Ich hatte im Vorfeld auch noch nicht die Gelegenheit, ihn zu schauen. Ich hoffe, ich bin da so ein Weichei. Wenn das zu spannend wird, dann muss ich mir die Ohren zuhalten. Aber ich kriege schon Gänsehaut, wenn du drüber sprichst. Aber da werde ich auf jeden Fall direkt heute in mein Abendprogramm mit aufnehmen. Bin sehr gespannt. Genau, das war eben diese Eingabe, das nicht zu verkaufen, nicht zu vermarkten, sondern als Geschenk an die Menschheit, das zu machen. Und das kam ja auch rein, das habe ich dann auch gemacht und das mache. Und jetzt gesagt, ich mache natürlich heuer noch mehr Dokumentationen. Einen habe ich gesagt, das ist dieser Gianni Balducci, den Weg in Liebe gehen, aufzuzeigen, wie kann man selber sein Leben verändern, auch wenn bestimmte äußere Umstände das vielleicht nicht erscheinen lassen. Und der andere ist der zweite Teil, also eine Fortsetzung von meinem Spiegelbestseller Illusion Tod, der wird den Titel tragen, Beweise. Ja, super. Ich bin sehr gespannt drauf. Deine Dokumentationen sind alle sehr bahnbrechend und ziehen weite Kreise. Aber auch darüber hinaus natürlich du bist ja überall vertreten, ob auf Gaia oder mit Talkshows. Wie sieht so ein Tag aus bei dir? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich mit meinem winzigen Podcast hier, das ist schon genug Arbeit, wo ich denke, Mann, oh Mann, da mit Fernsehkamera und so ein Teams dabei. Ich bin früher selber Fernsehjournalist gewesen, deswegen weiß ich, dass wie viel Arbeit dahinter steckt, ne? Handwerk auch. Ne? Arbeitest du mit einem großen Team zusammen oder ist es so eine Zwei-Mann-Band?
Eigentlich bin ich komplett allein. Ich habe zwar ein großes Team im Backend, es kommt darauf an, was wir tun. Wenn ich auf Reisen gehe, um Interviews zu machen, begleitet mit meinem Kamerateam, das sind meistens ein, zwei Männer, ein Assistent und der Kameramann. Und natürlich, ich habe auch noch eine Ausrüstung für manche Dinge, wo ich selber drehe. Wenn die Talksendungen laufen, werden die natürlich ausführlich geplant. Da ist ein viel größeres Kamerateam dabei, da wird ein Studio gemietet und dann wird es umgesetzt. Über Gaia eben diese Sendereihe Timeless, da gibt es ja 25 Folgen. Da sitzen genau diese Wissenschaftler, von denen wir gerade sprechen, bei mir am Tisch. Und wir sprechen von Realität und Wirklichkeit bis hin zu der virtuellen Realität. Tom Campbell ist mit drin, Jürgen Zivi, der mit seinen Astralreisen ja bekannt geworden ist und sagt, ich zeige euch mal, wie die anderen Realitäten so aussehen. Und alle diese Menschen, Kai Müge, in Seancen, ob das jetzt Heilung ist. Also alle diese Phänomene, Themen werden hier abgearbeitet. Transpersonale Psychologie, wo drei verschiedene dort sitzen. Einer aus der Tiefenpsychologie, einer aus dem Holotropen Atmen und einer aus Mindwalking. Also ganz, ganz spannende Sendereien. Zurzeit hat Gaia, glaube ich, 10 Folgen von meiner Talksendung, die heißt Wurzelheimat. Der Talk ins Unbekannte, wo auch Wissenschaftler, aber auch normale, Anführungszeichen, Menschen, die über ihre Erlebnisse berichten, wo sich eben Verstorbene vollmaterialisiert nochmal zeigen, nachts im Schlafzimmer oder morgens an der Haustür läuten und jeder kann den sehen und die unterhalten sich dann 2 Stunden mit dem. Alle diese Dinge werden hier berichtet, wo der normale Mensch sagt, also die sagen, ich habe sowas auch erlebt, aber dass der sich traut, hier öffentlich darüber zu sprechen, ist so spannend. Ja, Wurzelheimat finde ich besonders schön. Das ist so ein Format, was mich sehr anspricht. Ich mag die Talkshows im Mainstream-Fernsehen, habe ich schon immer gern gemocht, ne, weil da tatsächlich auch so eine Möglichkeit für die Gäste ist, sich zu präsentieren und so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber was mich immer gewundert hat, wo kommt der Name her? Warum Wurzelheimat? Ja, wir hatten einen, ich sage jetzt mal, wir haben so ein Ritual, ich habe ein paar Freunde, mit denen ich mich immer wieder austausche. Und da gibt es einen sogenannten kreativen Eisbecher, da treffen wir uns in der Eisdiele meistens Sommer natürlich und sagen, okay, lass uns plaudern. Und dann entstehen neue Ideen für neue Projekte oder Feedbacks von Leuten, die diskutiert werden oder neuen Wissenschaftler, den ich entdeckt habe, die neue, das wird dann alle diskutiert. Und dann haben wir gesagt, wir bräuchten eine neue Talksendung, die ein bisschen weg ist von Timeless, die ein bisschen bodenständig ist, wo auch der Normalbürger, sage ich jetzt mal, sich hier präsentieren kann. Und dann hat der Manfred, ein Freund von mir, gesagt, okay, das ist ja wie, wenn man an die Wurzeln geht, unseres Seins, so, ja, Wurzelheimat, sag ich, ja, Wurzelheimat hört sich gut an, denn die Wurzeln gehen ja in den Bereich rein, wo wir herkommen. Und dann haben wir diesen Stadel entdeckt, der nicht weit weg ist von uns. Dann habe ich das Kamerateam geholt und habe gesagt, können wir hier aufzeichnen? Dann haben wir gesagt, okay, funktioniert. Und schon ist losgegangen. Dann haben wir einen Sponsor gesucht, weil es muss ja alles privat finanziert werden. Wir bekommen ja wieder irgendwelche öffentlich-rechtlichen Mittel. Auch wenn man sagt, ich habe allein alles, was ich eingenommen habe. Also in den letzten 7 Jahren 1,5 Millionen investiert, nur um diese Informationen öffentlich zu machen. Das ist schon eine Nummer. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch tatsächlich keine Sache, wo man jetzt einen Geldregen erwarten kann. Ne? Nee, da kommt gar nichts. Also das Problem ist, du kannst es in den Öffentlich-Rechtlichen nicht zeigen, weil wir haben ja ein Weltbild. Und alles, was von diesem Weltbild abweicht, dürfen die Öffentlich-Rechtlichen ja nicht zeigen. Wenn du aber hier Stellung beziehst, wie ich das mache und sage, hier, also das ist jetzt das neue Weltbild und lassen wir mal das weg, dass das Gehirn das Bewusstsein erzeugt, darüber sind wir schon lang hinweg, kann das nicht gezeigt werden. Weil keiner drin ist, kein Wissenschaftler, der sagt, nee, das ist doch irgendwie Hirngespinst oder hier noch Botenstoffe oder irgendwelche chemische Prozesse. Wenn du es nicht magst, wird es nicht gezeigt. Aber natürlich gibt es mutige Sender wie Mauna TV, wie Gaia, wie Pantorei, wie sie alle heißen, wo die Streaming-Plattformen, die sich trauen, diese Dinge zu zeigen. Ja, und ich denke auch, dass selbst die Öffentlich-Rechtlichen, die werden nicht davor herkommen, diese Themen auch mit einzubinden. Denn wir merken alle, das Interesse ist einfach da. Wenn ich so zurückdenke, als ich anfing vor 12 Jahren, meine Workshops in Deutschland zu geben, ich fliege tatsächlich 4-5 Mal im Jahr rüber, um Workshops dort zu geben, da war das hinter vorgehaltener Hand so. Da hat man geflüstert. Und heute ist es, da scheut sich keiner mehr. Zu mir kommen Ärzte, zu mir kommen Wissenschaftler, zu mir kommt die Hausfrau. Und jeder hat das Bedürfnis, irgendwie mehr über sich selbst zu erfahren und zu fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist das hier alles für Theater, ne? Ganz genau. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn wir erkennen, dass wir erst nicht sterben können und dass wir auch ewig Zeit haben, weil dieses Spiel ja ewig funktioniert, dass es unzählige Spiele gibt, wir müssen nicht immer nur die Erde besuchen, es gibt auch andere Möglichkeiten,
dann ist es natürlich ja sehr tröstlich, auch wenn jemand stirbt und ich kann ihn wirklich noch mal hier physisch anfassen, aber ich weiß, ne, kurze Zeit später, wenn ich selber gestorben bin, in Anführungsstrichen, oder wenn ich meine Dimension gewechselt habe, dann sind wir wieder zusammen. Und ich habe hier noch ein schönes Zitat eben von jemand von euch drüben, der Dr. Larry Dosse, Herausgeber des Journals of Science and Healing, der sagt, zukünftig werden unsere Nachkommen sicherlich mit Erstaunen auf ein Markenzeichen unserer Zeit blicken. Wie wir von diesem Materialismus getäuscht wurden, wie unsere genialsten Wissenschaftler ihren Verstand mit Begeisterung benutzen, um zu beweisen, dass der Verstand nicht existiert und wie sie ihr eigenes Bewusstsein dazu nutzen, zu beweisen, dass es in Wirklichkeit kein Bewusstsein gibt. Aber die Voraussetzungen für das Überleben unserer Spezies ist in erster Linie genau diesen Menschen, unwürdigen und lähmenden, selbstmörderischen Geißeln dieses Materialismus zu überwinden. Denn wir leben in einer Zeit der Krise, vor allem aufgrund von diesen materialistischen Weltanschauungen, die unsere Kultur zugrunde liegt, die Lebewesen als biochemische Maschinen und den Geist als nichts anderes als ein Produkt des Gehirns betrachtet. Und das muss überwunden werden. Ja, was für ein wunderschönes Schlusswort für unsere kleine Runde hier. Lieber Nepomuk, unsere Zeit ist davongelaufen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich darf nochmal auf Point of No Return hinweisen. Ich werde den Film verlinken und bin sehr gespannt drauf und werde auch weiterhin deiner Arbeit, für die ich sehr, sehr dankbar bin, folgen. Vielen Dank. Gerne.